Ja klar, ständig spröde Haut. Dann kam auch noch der Ausschlag und das ständige Jucken. Das hat nicht nur mich, sondern auch meine Freundin gestört. Irgendwann war mir klar, dass ich etwas dagegen tun musste. Ich habe mich informiert und bin aktiv geworden. Ja, und siehe da, heute sind die Hände wieder in Ordnung. Werkstatt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hautschutz in 100 Sekunden. Heute werfen wir mal einen Blick auf den Hautschutz in Werkstätten. Herr Peter hatte ein großes Problem mit seiner Haut, typisch auch für Beschäftigte in Werkstätten. Denn hier gehören Hauterkrankungen an den Händen zu den am häufigsten auftretenden Hauterkrankungen. Soweit muss es aber gar nicht erst kommen, wenn Sie ein paar Dinge berücksichtigen. Welche das sind, das zeigen wir Ihnen jetzt in 100 Sekunden. Los geht's! Neben mechanischen Schädigungen gilt in Werkstätten häufiges und aggressives Händewaschen als eine der wesentlichen Ursachen für Hauterkrankungen. Hier gilt, die beste Hautreinigung ist Verschmutzung zu vermeiden. Um Verschmutzungen, aber auch andere Gefährdungen der Haut zu vermeiden, sind Schutzhandschuhe für die meisten Arbeitsaufgaben die erste Wahl. Allerdings gibt es nicht den Universalhandschuh, der für alle Arbeitsaufgaben geeignet ist. Wichtig ist deshalb die richtige Auswahl der Schutzhandschuhe, bei der Experten wie Hersteller oder Lieferanten mit einbezogen werden sollten. Bei der Benutzung von Schutzhandschuhen sind einige Punkte zu beachten. Sehr gut. Nutzen Sie Ihre Schutzhandschuhe. Auch für Arbeiten, die nur mal eben nebenbei gemacht werden. Tragen Sie Ihre Schutzhandschuhe nur so oft und so lange wie nötig. Gönnen Sie Ihrer Haut Pausen. Wechseln Sie die Handschuhe, wenn sie innen feucht werden. Tragen Sie Schutzhandschuhe nur auf sauberen und trockenen Händen. Verwenden Sie keine defekten Schutzhandschuhe, schon gar nie im Umgang mit Gefahrstoffen. Es gibt Tätigkeiten, bei denen keine Schutzhandschuhe getragen werden dürfen, zum Beispiel an Maschinen mit rotierenden Teilen. Hier können Hautschutzmittel zum Einsatz kommen. Diese werden vor der Tätigkeit aufgetragen. Achtung! Tragen Sie Hautschutzmittel nur auf die gereinigte und getrocknete Haut auf. Wir haben gesehen, dass die richtige Auswahl und Nutzung von Schutzhandschuhen die Haut an unseren Händen schützen kann. Zum Beispiel vor mechanischen Einflüssen oder dem Kontakt mit Gefahrstoffen. Vor allem aber schützen die Handschuhe unsere Hände vor Verschmutzung. Sie brauchen ihre Hände dann sehr viel weniger aggressiv zu waschen. Noch ein kleiner Tipp: Denken Sie an Ihre Arbeitsanweisung und den Hautschutzplan. Natürlich finden Sie auch weiterführende Informationen auf bghw.de. Geben Sie in das Suchfeld einfach ein Stichwort zu dem Thema ein, das Sie interessiert. Alles klar? Dann werden Sie aktiv. Bis zum nächsten Mal.